Was geht ab, was geht ab? Was geht ab? Ketal Friends, Ketal Friends. Freunde, wir sind wieder da. Heute wollen wir ein Emoji-Quiz machen. Der Person soll die Emojis erraten und dafür wird er bestraft. Dafür haben wir hier auch eine geile... Heftige Karre, einfach ein... Give a go. Es ist halt so, einer setzt sich hin und wird Emojis von der anderen Person bekommen. Ich weiß gar nicht, was er für mich ausgewählt hat und er auch gleichzeitig nicht. Für euch wird das hier natürlich eingeblendet. Der Person dann wird ein bisschen Zeit bekommen, um das zu erraten. Wenn das halt zu schwierig ist, wird halt ein paar Tipps bekommen. Ansonsten wird er halt bestraft. Genau, man hat ungefähr so 10 bis 15 Sekunden, muss nicht zu lange dauern. Aber ich glaube, jeder hat das schon mal irgendwo gesehen, zumindest von TikTok oder was weiß ich. Das ist halt ganz normal, zum Beispiel ein Land, dann irgendwelche Assoziationen damit. Und dann gucken wir einfach, wie es ablaufen wird. Okay, wer fängt an? Ich sage einfach, Shang-Chung. Normal. Okay, bis 3 oder bis 1? Bis 1. Ja? Scheiße. Komm. Shang-Chung. Also falls er das falsch sagt, er wird dann halt mit kaltes Wasser, wir haben ungefähr auch 10, 12 Grad, es ist halt geht auf jeden Fall, es ist nicht so kalt, aber auch nicht warm auf jeden Fall. Guck drauf, auf dein Handy, guck mal. Kannst du schon sagen? Was das ist? Ja. Apfel, Auge und Handy. Ich hätte gesagt, ist das ein Spruch oder ist das einfach? Okay, das ist eine Marke. iPhone. Apple. Nicht so ganz. Was heißt nicht? Guck mal, das ist, ja, du bist schon richtig auf den so. Du musst das jetzt nur jetzt zusammen kombinieren, was du gerade gesagt hast. Apple, iPhone. Ja, okay, das ist richtig. Das ist richtig. Wie gesagt, ja. Aber was hat das mit Auge zu tun? Apple, iPhone. Ach so, du hast diese Filme geschoben. Alles klar, alles klar. Okay, wir fangen auch ganz chillig an. Ja, sagst du? Ja. Kannst du schon mal gucken. Was redest du? Was redest du? Das ist ein Land einfach. Das ist einfach ein Land. Und was, welche Assoziation? Ein Land? Genau, das ist ein Land. Was, wo gibt's sowas? Wo gibt's sowas? Bruder, was ist der Scheiß hier, Digga? Halloween kann ich dir so, das ist ein... Woher kommt Halloween? Bruder, was weiß ich, Digga, woher kommt Halloween, Digga? Dieses Emoji hier, ist das wirklich von diesem Land? Das ist einfach eine große Brücke, jeder kennt diese Brücke. USA? Hä? USA? Ja. Ja. USA? Okay. Amerika. Oh, lass mich einfach in Ruhe, der Typ hat keine Ahnung einfach. Was ist das? Warte. Das ist ein, ich sag dir, Digga, diese Hilfe, Digga, du, das ist ein Getränkemarkt. Nein. Nach oben heißt up auf Englisch, 7-Up. Fick dir, Digga. Bruder. Ihr könnt uns gerne kontaktieren. Wir machen Werbung für euch. Wir machen Werbung für euch. Digga. 7-Up. Bruder, ich dachte, wir werden schon in der ersten Runde nass. Ach du, guck mal das hier, ja? Das ist ein Mann. Das ist einfach ein Person. Ja? Wenn ich sage, was er gemacht hat, ist kein Politiker. Wenn ich sage, was er gemacht hat, dann weißt du Bescheid. Aber er kommt in der Nähe von Amerika. Es gibt so eine Marke sogar. Ich war sehr berühmt. Sehr berühmte Marke gibt es auch hier in Deutschland. Echt? Ja, aber du kommst nicht dazu. Ja, danke. Ja? Erster Smile ist dafür da, dass es mäßig Land, wo das ungefähr ist. Okay. Zweite und dritte sind zusammen verbunden und dadurch entsteht diese vierte. Bruder, keine Ahnung, Mann. Und? Weiß ich nicht. Echt? Nein, Bruder. Oh mein Gott, Digga! Tschüss! Oha, Bruder! Warum ist der so kalt? Was ist der Scheiß hier? Jetzt guck mal!
Bruder, was hat Escobar damit zu tun? Guck mal. Mit Kaktus, Bruder. Ey, guck mal. Hättest du Schnee oder so gemacht? Ja, genau. Dann hättest du. Guck mal. Yes. Kaktus kommt aus Mexiko. Ja, ist der Chili, er hat sein Geld für seine Tochter. Er hat für seine Tochter verbrannt. Das weiß doch jeder. Das weiß meist fast jeder. Oh, Bruder, damit seine Tochter. Mich auseinandergenommen. Ja. Aber du hast das sogar mir erklärt und erzählt damals. Du weißt das safe. Ja, dass aber wegen seiner Tochter hat er sein Geld gekriegt. Ja, lass mich in Ruhe. Ich sag dir gar nichts. Ich sag dir nichts. Nee, aber du musst ein bisschen helfen. Nichts. Ich hab auch so viel gekriegt. Sternschnuppen und Paket? Ja. Ich sag dir nur eins, Digga, das ist echt einfach. Das ist ein Marke. Es geht in der Richtung Essen und so. Und Paket Star. Was ist das? Star Pocket. Keine Ahnung. Ich sage dir noch einen Tipp, Digga. Sehr viele Leute posten mit Produkt von dieser Marke ein Foto. Damit? Ja. Okay, noch ein Tipp, Mann, Junge. Sehr viele kaufen Kaffee da, sag ich mal so. Starbucks. Ay, du, der, warum sagst du Kaffee? Du hattest verdient, Junge. Starbucks, nicht Starbucks, sondern. Ja, du, hä? Okay, aber guck mal, du solltest kein Kaffee sagen. Du solltest einfach kein Kaffee sagen. Ja, ich bin korrekt. Korrekt ist das? Korrekt? Ich bin aber unkorrekt. Spaß, hier. Viel Spaß. Okay, Leute, sorry, wir hatten leider kleine Unterbrechung gehabt. Wir machen aber einfach jetzt weiter. Wie gesagt, unsere Kamera ist wie immer ausgegangen, ja, deswegen mussten wir kurz Pause machen. Aber es geht's los. Bitch. Das ist eine Flagge. Kennst du dich gut aus mit Flaggen? Das Gute ist, ganz ehrlich, ne? Ich mag Geografie wirklich sehr, sehr gerne. Das wissen auch viele eigentlich. Mein Kollege wohnt in Albanien. Und diese Flagge ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, aber das ist nicht Albanien. Ja, aber er ist ein Albaner, wohnt in Mazedonien. Kann man so sagen. Wir haben letztens über Urlaub geredet. Und soweit ich weiß, das ist Südmazedonien. Nordmazedonien, Bro, aber das ist ach du Kacke, Bro. Aber hab ich dich, nein, hab ich dich getroffen? Nein, hat er nicht, aber ist egal. Boah, das ist echt kalt, ja? Scheiße. Aber das ist etwas mit Nordmazedonien. Ja, Nordmazedonien, ja, genau, Nordmazedonien war Bro, richtig. Ich wusste, genau, ja. Das, ganz ehrlich, bald sind wir in Mazedonien. Auf jeden Fall, alle. Was? Wollen wir einfach nicht nach Hause gehen, Bruder? Was? Wollen wir einfach nicht nach Hause gehen, ist auch zu spät, weißt du? Warum denn? Bruder, ein bisschen kalt, weißt du? Ja, dann lass auch nach Hause. Ja. Bruder? Bruder, ich küsse doch er wollte das. Ich hab gespürt, er wollte das. Ich hab gespürt. Ja, aber jetzt willst du nach Hause. Aber jetzt willst du nach Hause, weißt du? Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Das Gute ist, es ist schon vorbereitet, so gesagt, weißt du? Was ist das? Das soll ich fragen, Bruder. Ich kann dir nur einen Tipp geben. Das ist ein Spruch. Ein deutscher Spruch. Und oh, das, was der deutsche Spruch hat mit Italien zu tun. Italien, ich kann dir sagen, das ist ein Staat von Italien. Es ist einfach ein Staat von Italien. Kacke, ne? Bruder, ich bin ein Kanake, Bruder. Was redest du? Was redet ihr? Rechts, links, Autobahn zu, Italien. Autobahn zu? Autobahn zu, sagt er. Das ist ein Weg, Kollege, ein Weg. Der Weg nach Italien. Genau. Fast. Ist Autobahn. Ja, genau. Auf Autobahn gibt es Pizza. Genau, ganz richtig. Bruder, mir ist kalt, Bruder. Bruder, ich weiß nicht, Bruder, ich weiß. Egal, alles gut. Bruder, ich weiß nicht, ja. Egal, weil ich dich davor ein bisschen gerippt hab. Ja. Was steht denn der Bruder in meinen Augen? Aber du hast gewonnen. Alles klar, meine Freunde. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir versuchen wirklich tausendmal uns verbessern.
1000 geile Videos noch rausbringen. Aber mit eurer Hilfe nur, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt, dann wissen wir, okay, das passt in die richtige Richtung. Wir lieben euch. Es ist echt kalt.